Willkommen zurück bei der Schöne, die Schöne und das Biest und der Depp. Oder auch Trine. Ich möchte das Mit Biest sein. dabei sind heute wieder der Shadowrunner. Bin ich der Depp, der Schöne oder das Biest? Der Bacon L'Orange. Hallo, ich bin die Schöne, glaube ich. Und natürlich meine Wenigkeit, der Sender, als das Biest, die Diebin Soja. Oh, Ja, cool. Und ich gut, wenn glaube, du Sender das hier. Biest bist, dann bin ich entweder schön oder. Depp. Vielleicht bist du auch der schöne Depp. Ich brauche hier oben gleich auch nochmal deine Hilfe. Und ich glaube, wir bräuchten hier unten jemanden, der da oben sowas durchschießen kann. So wird das nämlich nichts. Oder ich kann, Nee. vielleicht kann ich auch rechts ein Loch in die Wand hauen. Kann ich. Ja, aber es sieht doch so viel cooler aus. Ja, kann man drüber streiten. Wenn du da weggehst, dann kann ich hier auch schon mal anfangen. Eins. Jetzt darfst du rauf. Danke. Ja, ich hab zu danken. Gut, und hier unten warten wir Wieder dann so. wahrscheinlich be am besten wieder auf. Oh, Gegner. Aber hier warten wir vielleicht am besten gleich wieder auf den Sender, um. Oh, ja, das ist natürlich super, dass dann rechts so eine Animation kommt, während man Ja. kämpft. Hier sind auch irgendwelche Druckplatten. Ja, aber die haben wir, glaube ich, gerade alle ausgelöst. Beziehungsweise das Skelett hat, glaube ich, glaube, das Skelett hat die letzte ausgelöst, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich höre, glaube ich, Spinnen. Ja, ich sehe sogar Ja. Spinnen. Ich gehe ein Stück zurück. Ich bin mir fast sicher, dass der Herr Ritter mit seinem Feuerschwert auch das Licht anmachen könnte. Achtung, da oben ist noch mal eine Spinne. Das werde ich gerne irgendwann mal probieren. Zum Beispiel bei dem Ding da oben rechts. Da könntest du es wunderbar probieren. Nee, da oben rechts. Und Achtung, da oben ist noch, ja, eine Spinne. Ich glaube, wir brauchen unten auf den Stelzen ein paar. Ah, ne, da ist ja noch so ein Ding. Und bisher, finde ich, haben wir Ja, hier ich okay. kann Licht machen. Links sind noch Pinöppel. Ja. Nupsis. Nupsis. Soll ich den Balken da wegnehmen? Ich meine, ich kann das auch jetzt viel einfacher machen. Ja, mal ein Service hier. Ja, ab und zu kann ich sowas ja auch mal bieten. Okay, ich bleib hier. Ärger von hinten. Von vorne. Oh, und von vorne. Ja. Ärger von hinten ist schon weg. Hast du es schon? Da oben ist noch so ein Schwinglanding. Hat bestimmt irgendeinen Sinn. Da oben ist eine Kiste, wo Sender gerade ist, oder? Gesundheitsfiole gefunden. Gucken wir doch mal nach. 25% der Gesundheit, sobald die Gesundheit unter 25% fällt. Das Ah, werde ich mir aber gleich nehmen. das Le ist nur einmal verwendbar, aber wird beim Erreichen des Checkpoints wieder aufgefüllt. Das klingt doch ganz gut. Ist genauso wie die Mana-Fiole. Ja, die ich nicht brauche. Wie hatten unser werter Herr Krieger das geschafft? Bist du auch ins Wasser gefallen oder? Ja, ich bin einmal reingegangen. Okay. Nein, ich bin da drüber Nein, na gewandelt. ja. Und Wie habe danach das Jesus. Brot geteilt. Ah! Da kommt übrigens eine Kugel. Und Skelette. Ja, die Kugel, für die war ich leider nicht. Soll ich die nochmal von oben runterfallen lassen? So, ui. Hätte ich nichts dagegen. Ich vermute, dass das hier grün glänzt. Das ist nur im Hintergrund, ne? Ja. Ja. Du hättest die Dinger ja auch mal wegräumen Du hättest können. auch eben warten können, dann hätte ich es auch weggeräumt. Wenn du gerade drüber springst, kann ich es ja nicht wegräumen. Am Ende ließ die Dunkelheit nach und unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Diebin die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch. Die Ruinen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren.
Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden. Ich muss ja sagen, ich mag den Sprecher. Kenne nicht, keine Ahnung. Ja, ich mag die Stimme. Ich finde aber mittlerweile auch, haben wir das mit dem Wechsel hinbekommen, ja. Wir müssen schon gar nicht mehr reden. Ich finde aber auch im Vergleich zum zweiten Teil sind die Level wesentlich kürzer, gefühlt. Ja. Da oben sehe ich schon eine grüne Fiole, aber gut, da ist der Sender vermutlich eh dran. Aber... Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie wir hier rüberkommen sollen. Ach, die tun dir nichts, solange du nicht drinnen, solange du da nicht reingehst, während die... Genau, jetzt kannst du drin stehen. Einfach nicht bewegen. Oh, ja. Ach, ja, was erzähle ich dem Krieger? Hat einigermaßen geklappt. Ich bin zu dick dafür. Und ich... Nein, ich habe mich eingeklemmt. Nein, ich habe mich echt eingeklemmt. Kannst du vielleicht... Warte mal, kann ich das ziehen? Ach, ja. Danke. Tat. Ja, geh da mal am besten eben weg. Oh. Ich wollte dich eigentlich gerade da einsperren, aber... Wie nett. Oh, Levelaufstieg. Und ich kann den Punkt schon wieder nicht verteilen. Ich finde es außen voll der Skandal, dass ihr noch immer keine dritte Fertigkeit habt und ihr alle hier... Man muss halt Prioritäten setzen bei so einer Spielentwicklung. Okay. Warte doch. Oh. Echt, ey. Worauf? Hui, damit ich hinten die Mauer kaputt machen kann. Okay, jetzt ist sie wohl scheinbar kaputt. Magst du das Ding jetzt vielleicht noch einmal wieder... Naja, ist egal. Das darf ruhig schwingen. Es gibt wieder Skelette. Mhm. Aber ich lasse die erstmal zu mir kommen. Ich mach unten mal... So. So hatte ich mir das nämlich gedacht, dass der Sender uns da unten vermutlich die ganzen grünen Sachen holt. Sender ist da unten. Ich glaube, da unten geht's auch weiter. Ja. Okay. Geht's oben nicht weiter? Nee. Nee. Und ich kann jetzt ja so lange tauchen, wie ich will, weil ich habe gar keinen Atem. Also ja, unendlich. Ich habe mir keine Chipscout geholt, aber war auch nicht nötig. Fischhaut, nicht Chipshaut. Kann man da oben an dem Ding ziehen? Bringt das irgendwas? An welchem Ding? Ach, das sieht da oben? Doch, nee, das ist Vordergrund. Zuppeln. Das ist Vordergrund. Das ist einfach nur eine nette Grafik. Achtung, da vorne ist... Ja, was sagt man schon noch? Achtung. Ja, da ist irgendwas im Wasser. Ja. Okay, hier kommen wir nicht raus. Da müssen wir hier vorne wohl raus, wo der Krieger eben schon raus ist. Weil da sah ich irgendwie nicht, wie es weitergeht. Ich habe eine Idee. Vermutlich da. Oder so. Aber vermutlich kann der Sender da oben noch ein paar Punkte holen. Und jetzt geht's vermutlich nach rechts unten weiter. Oh, ein Amulett der Stärke. Das hört doch wirklich an wie etwas. Ja, gucken wir mal im Inventar nach. 10% mehr Gesundheit ist natürlich nicht verkehrt, aber ist jetzt für mich nicht unbedingt so wichtig. Sender, wo bist du denn ganz hin? Ach, da unten bist du schon wieder. Gut, dann müssen wir hier wohl ins Wasser und hinten gehe ich nicht als Erster raus. Obwohl, ich habe eine Idee. Kann ich die Spinne da? Ja. Ich bin dann mal tot. Warum bist du tot? Ich hab, war ein wenig zu spät an den Spitzen. Hoffentlich braucht ihr nicht drei Leute bei den Druckplatten. Ist ja mal ein Skandal. Ich glaube, wir brauchen nur zwei. Oh, das ist ein Puzzle. Oh oh. Lass doch mal. Gut, dass ich tot bin. Wahrscheinlich jetzt könnt ihr auch rechts. Wieder... Na. Ich hätte sogar die rechts oben gelassen. Jetzt würde ich lassen und mit Kisten den Weg nach oben schaffen. Die erste brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Und nochmal nach jetzt links. Jetzt nochmal links auf das.
So, und jetzt links macht er Kitzen. Dann braucht er ja, diese dann brauchen Plattform wir das, nicht. Dann brauchen wir die Platte gar nicht. Genau, scheiß auf Rätsel. Scheiß auf Kitzen. Ja, da gibt es links noch Sachen, lustige. Oh, schön, dass die Dinger nicht von selbst wieder hochgehen. Ah, da kann ich jetzt zur Not für sorgen. Willst du zuerst... Kommst du da oben links rauf? Nee, das ist eine Steinwand, oder? Ja. Ach, scheiße. Habe ich gerade überhaupt nicht aufgepasst. Es fehlt übrigens oben rechts noch eine Plattform. Ich glaube, wir müssen erst einmal... Jetzt sind wieder beide da. Mhm. Also so klappt's. Jetzt kommt natürlich nur der Sender nicht mehr nach. Das heißt, ich muss den Sender vorlassen. Denn ich will sowieso erstmal nach links. Da sind noch zwei Experience-Dinger. Gut, wie kann ich dir dabei helfen? Kisten. Wohin? Aber wo wir sind. Unter uns. Ja, ich halte die so. Oh, vielleicht halte ich sie doch nicht so. Ich bin mir sogar recht sicher, dass ich sie nicht so halte. Noch mehr? Ja, bitte. Kannst du keine größeren Kisten machen? Sonst beschwert ihr euch, wenn ich immer so große Kisten mache. Und jetzt gibt es Beschwerden, dass ich so kleine Kisten mache. Ach, kommt eigentlich nicht auf die Größe an. Ich glaube, Sender hat alles. Ja, ich habe alles. Mhm, ich mache hier vorne. Dann geh du einfach mal. Ich lass dich gleich eben zuerst rüber. So. Zack, du gehst zuerst rüber. Und ich mach dann. Passt nee. Schon. Ich krieg das schon hin. No, ich nicht. Ja, also jetzt fällt mir auch ein, warum ich dich vorgehen lassen wollte. Es war eine ganz dumme Idee, mich vorgehen zu lassen. Hier hinten ist nämlich eine Spinne. Ich komme ja schon. Immer noch keinen Checkpoint gibt, das ist ein Skandal. Ah, hier unten ist ein Checkpoint. Da gehe ich mal eben hin. Ich danke. Der Sender kriegt da oben. Ach, hier. Okay, hier vorne brauchen wir, glaube ich, gleich den Sender oder hier diese Holzplanke da kaputt machen. Danke. Ja. Ach, da oben. Oh. Schauen, ob es hier unten was gibt. Ich bin gerade schon im Wasser gelandet. Oh, Spitzen. Hab sie ausnahmsweise mal nicht getroffen. Das ist ja spitze. Hm. Ja, ich hab das hier schon. Alles unter Kontrolle. Wenn danke für das Floß. Geht doch einfach alle da eben runter, dann kann ich das rüberschieben. So. Oder so. Wofür brauche ich denn das hier? Zum Schwingen. Ja, aber was schwingt denn das? Es schwingt den Sender rüber. Mir wird langsam schlecht. Dann geh doch einfach runter. Dann darfst du auch zuerst das Skelett töten. Ich dachte, der Dicke macht das. Ja, ich war noch... Dann weißt du doch, dass der das manchmal nicht so... Das konnte ich nicht, weil der Magier mir unten keine Platten zum Schutz gelegt hat. Stimmt, weil du ja auch nicht springen kannst. Oh. Ich wiege 150 Kilo. Okay, ich glaube, da vorne die grüne Erfahrungspunkteflasche, die lassen wir wahrscheinlich dann nachher den Sender holen, ne? Ja, ich mache mal das Schwingding hier ein bisschen mehr schwingen könntest. Ah ja, das lässt sich einrichten. Oh, das war das Gegenteil von mehr Schwingen. Gut so? Das war top. Käme wahrscheinlich dran, allerdings mit dem Effekt, dass ich wieder nach unten falle und diesen schrecklichen Aufstieg mit dem Springen nicht nochmal schaffe. Macht ja nichts raus, ich schaff's momentan schon nicht im ersten Versuch. Ja, deswegen will ich ja nicht mehr runter. No, nee, ich hab's geschafft. Hallo! Juhu!
Ich bin der König der Welt. Oder so. Ja, vielleicht. Ein Safe Point. Der kommt vom Gefühl her. Kampf. Ja. Hatte eher sogar einen Bot erwartet. Ah, der kann ja zur Not immer noch kommen. Ich versuche mal diesen Steinklotz so halbwegs mittig zu stellen. Ja, ich weiß, dadurch störe ich euch. Aber dadurch haben wir den Vorteil, dass man zur Not von hier einfach nach oben springen kann. Okay, bevor wir rausgehen, wir sind aber auch schon wieder am Episodenende angekommen. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich sag schon mal, bis dann. Ciao. Tschüss.